Ost-Berlin, 7. Oktober 1989. Mit einer Militärparade auf der Karl-Marx-Allee feiert die DDR ihr 40-jähriges Bestehen. Das Kommando hat Generaloberst Horst Stechbart. Stillstand! Achtung! Präsentiert an! Der DDR-Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, begrüßt die angetretenen Truppenteile und Einheiten. Unteroffiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. ...361 Tage danach gab es den zweiten deutschen Staat und seine nationale Volksarmee nicht mehr. Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen. Armee des Volkes und des Friedens, so wurde die NVA in der offiziellen Propaganda der Staatspartei, der SED, dargestellt. Es war eine Armee, die fest in die Militärorganisation des Warschauer Vertrages eingebunden war. Ihre Strategie, Ausbildung und Ausrüstung waren bis in die 80er Jahre mehr offensiv als defensiv. Ihre Führungs- und Einsatzgrundsätze wurden weitestgehend von der militärischen Führung der Sowjetunion bestimmt. Für den Ernstfall wurde diese Armee mit großer Härte gedrillt. Sie war fast immer zu 85% einsatzbereit. Tag und Nacht, auch am Wochenende. In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begann für die NVA, die im Januar 1956 aus der kasernierten Volkspolizei hervorgegangen war, die erste Bewährungsprobe. Die hermetische Absperrung der Grenzen rings um West-Berlin. Gemeinsam mit sowjetischen Truppen wurden NVA-Kräfte als zweite Sicherungsstaffel eingesetzt, etwa 1000 Meter von der Grenze entfernt. Die zweite Bewährungsprobe war die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings im August 1968. Der Einmarsch von Warschauer Pakttruppen in die CSSR. Das Ziel der Sowjetunion war die Beseitigung der Prager Reformer, die einen anderen, einen menschlichen Sozialismus ohne sowjetische Gängelung wollten. Im Süden der DDR stand die NVA mit zwei Divisionen in Bereitschaft. Doch am Einmarsch selbst beteiligte sich die Nationale Volksarmee offenbar auf Befehl Moskaus nicht. Gegen einen solchen denkbaren Einsatz gab es bei vielen NVA-Angehörigen politische und ideologische Bedenken. Um sie zu beseitigen, entschloss sich die militärische Führung, darunter auch der damalige stellvertretende DDR-Verteidigungsminister, Generaloberst Heinz Kessler, zu einem Truppenbesuch. Durch das entschlossene Handeln errangen die sozialistischen Bruderarmeen einen strategischen Sieg für den Sozialismus gegen die Konterrevolution. Dieser Schlag gegen die Imperialisten hat gesessen. Die Soldaten verfolgten Kesslers Auftritt mit abwartender Distanz.
Die Vorgänge des Jahres 1968 haben den weiteren Ausbau der NVA zu einer gut ausgebildeten, schlagkräftigen Armee mit modernster Technik nicht beeinträchtigt. Das galt für alle Teilstreitkräfte. Im Jahr 1988 umfasste die NVA rund 187.000 Mann. Davon waren etwa 131.000 Mann dem Oberkommando der Warschauer Paktstreitkräfte unterstellt. Die restlichen 56.000 Mann blieben in nationaler Unterstellung. Die NVA war damit das stärkste Organ der bewaffneten Kräfte der DDR. Hinzu kamen die Grenztruppen mit rund 40.000 Mann. Ihre Hauptaufgabe war es, die Flucht von Bürgern der DDR nach West-Berlin, in die Bundesrepublik oder über die Ostsee zu verhindern. Von Anfang an kontrollierte die SED die Nationale Volksarmee. Der Einmarsch von NVA-Abordnungen gehörte zum Ritual der SED-Parteitage. Im DDR-Verteidigungsgesetz aus dem Jahr 1978 hieß es zur Herrschaft der Einheitspartei über die Streitkräfte: Die Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik beruht auf der von der Arbeiterklasse ausgeübten politischen Macht, die sie unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, mit der Intelligenz und den anderen Werktätigen verwirklicht. Der erste Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, hier 1961 in Berlin, dann ab 1971 sein Nachfolger Erich Honecker, im Bild 1972 bei einem Truppenbesuch, war als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates im Kriegsfall der Oberbefehlshaber über alle bewaffneten Organe der DDR. Dieser Machtkonzentration ist das SED-Regime bis zum Ende treu geblieben. Die wichtigsten Instrumente der Einheitspartei zur Durchsetzung dieses Machtanspruchs waren das Politbüro, der Nationale Verteidigungsrat, die Abteilung für Sicherheitsfragen des Zentralkomitees sowie die Ministerien für nationale Verteidigung und für Staatssicherheit der Regierung der DDR. Die FDJ sollte vor allem den Nachwuchs an Politoffizieren liefern, wie ihr früherer Vorsitzender Egon Krenz verkündete. Wir müssen die FDJ-Mitglieder fordern, einen militärischen Beruf zu ergreifen. Eine hohe Verpflichtung sehen wir darin, politisch und gesellschaftlich aktive Freunde für die Laufbahn eines Politoffiziers in unseren Streitkräften zu gewinnen. Die Politoffiziere hatten über die ideologische Zuverlässigkeit zu wachen. Disziplin und Ordnung charakterisieren wir als politische Kategorie. Und das ist das, was uns wesentlich unterscheidet von den Söldnern der Bundeswehr. Wir sind für eine revolutionäre und bewusste Disziplin und Ordnung. Denn auf dieser Grundlage sind wir bereit und fähig, alle Aufgaben zu erfüllen. Wobei die Motivierung in der ideologischen Arbeit gegeben wird. Und die Durchdringung des gesamten militärischen Lebens im ideologischen Bereich obliegt der Grundorganisation unserer Partei. Die beiden Säulen der SED-Herrschaft in den Streitkräften waren also die Sicherheitsabteilung des Zentralkomitees und das Ministerium für nationale Verteidigung. Der Minister hatte mehrere Stellvertreter. Zu ihnen gehörten die Chefs der politischen Hauptverwaltung und des Hauptstabes, die Chefs der Landstreitkräfte, der Luftstreitkräfte, Luftverteidigung, der Volksmarine und der Grenztruppen. Die Rolle der Kommandeure hatte die SED schon 1958 unmissverständlich definiert. Jeder Kommandeur, jeder Vorgesetzte muss sich bewusst sein, dass er in erster Linie politischer Funktionär ist und seine Arbeit im Auftrag der Partei der Arbeiterklasse durchführt. Die NVA bestand aus den Landstreitkräften, den Luftstreitkräften, Luftverteidigung, der Volksmarine, den Grenztruppen und aus zentralen Truppen, die dem Verteidigungsministerium unmittelbar unterstellt waren.
Die NVA-Garnison Ecke Sien in Vorpommern gehörte zu den größten der insgesamt 532 Armeestandorte in der DDR. Die meisten befanden sich im Norden des Landes. Die NVA war eine reine Koalitionsarmee im Rahmen des Warschauer Vertrages. Sie war auf das Engste mit der sowjetischen Militärmacht verbunden, aber sie war keine reine Kopie der Sowjetarmee. Ihre Gefechtsaufgaben im Kriegsfall konnte die Nationale Volksarmee nur an der Seite der sowjetischen Streitkräfte, der polnischen Armee und der tschechoslowakischen Volksarmee wahrnehmen. Also als Bestandteil der ersten strategischen Staffel des Warschauer Paktes. Der Oberkommandierende der Warschauer Paktstreitkräfte, den stets die Sowjetunion stellte, ließ die operativen Aufgaben der NVA, ihre Führungs- und Einsatzgrundsätze, vom sowjetischen Generalstab erarbeiten und gab sie dann als Anforderungen an die militärische Führung der DDR weiter. Sie wurden in den NVA-Stäben bearbeitet und dann den NVA-Kommandeuren als Befehle übergeben. Diese Szenen zeigen eine Landungsübung von Warschauer Paktstreitkräften an der Ostseeküste der DDR. Das Rückgrat der NVA waren die Landstreitkräfte. Mitte der 80er Jahre lag ihre Friedensstärke bei rund 128.000 Mann, die Kriegsstärke bei rund 353.000 Mann. Dem Kommando der Landstreitkräfte in Potsdam-Geltow unterstanden die beiden Militärbezirke 3 und 5, die zusammen über 6 aktive und 5 Mobilmachungsdivisionen verfügten. Im Kriegsfall sollten diese beiden Militärbezirke 2 Armeen bilden, die dem Kurs der NATO entsprochen hätten. Rund 285.000 Mann hätten für die Streitkräfte des Warschauer Paktes bereitgestellt werden müssen. Chef der NVA-Landstreitkräfte war seit 1972 Generaloberst Horst Stechbart. Die aktiven Divisionen der NVA-Landstreitkräfte bestanden aus der 1. Motorisierten Schützendivision in Potsdam, der 8. Motorisierten Schützendivision in Schwerin, der 9. Panzerdivision in Eggesin, der 4. Motorisierten Schützendivision in Erfurt, der 11. Motorisierten Schützendivision in Halle und der 7. Panzerdivision in Dresden. Hinzu kamen umfangreiche Unterstützungstruppen. Im letzten Jahrzehnt der DDR hatten die NVA-Landstreitkräfte den Höhepunkt ihrer militärischen Fähigkeiten erreicht. Das zeigte sich zum Beispiel im Warschauer Paktmanöver Waffenbrüderschaft 80. Der frühere DDR-Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Hoffmann hatte den beiden NVA-Armeen für den Kriegsfall die Aufgabe zugewiesen, den Gegner in westlicher Richtung abzuwehren, zu zerschlagen und sein Territorium zu erobern. Einen Sonderauftrag hatte für den Kriegsfall die sogenannte Berliner Gruppierung. Eliteeinheiten der NVA, der sowjetischen Streitkräfte und der DDR-Grenztruppen sollten West-Berlin aufspalten, sich an der Kaiserdammbrücke im Bezirk Charlottenburg vereinigen und die Stadt erobern. Diese Operation wurde in einer besonderen Stadtkampfanlage der NVA im brandenburgischen Lenin unter äußerst realistischen Bedingungen trainiert. Jede motorisierte Schützendivision umfasste 3 motorisierte Schützenregimenter, ein Panzerregiment, ein Artillerieregiment, ein Flugabwehrregiment sowie weitere Einheiten. Die Panzerdivisionen waren analog dazu gegliedert. Wichtigstes Ziel der Ausbildung war die Bereitschaft zum Gefecht. Die aktiven Kampfverbände der NVA-Landstreitkräfte waren in der Lage, die Kasernen mit vollauf munitionierten Waffensystemen und gesicherter Anschlussversorgung spätestens innerhalb von 2 Stunden zu verlassen. Die Gefechtsfahrzeuge mussten ständig aufmunitioniert bereitgehalten werden. Im Ernstfall hätte die NVA-Führung zusätzlich zu den 6 aktiven Divisionen der Landstreitkräfte
kurzfristig 5 Reservedivisionen mobilisieren können. Denn 5 NVA-Ausbildungszentren, und zwar Eggesin, Weißwasser, Delitzsch, Burg und Schneeberg, dienten vor allem der Aufstellung dieser Mobilmachungsdivisionen. Sie wären nach etwa 72 Stunden gefechtsbereit gewesen. Die Ausrüstung der NVA-Landstreitkräfte mit Waffen und Großgerät stammte vorwiegend aus sowjetischer Produktion, aber auch aus der CSSR und Polen. So zum Beispiel in sowjetischer Lizenz hergestellte Kampfpanzer und Schützenpanzer. Die DDR-eigene Rüstungsindustrie lieferte unter anderem Radfahrzeuge, Minenräumgeräte, Fernmeldegeräte und Computer, aber auch optische Geräte und Lenkanlagen für die Panzerabwehrraketensysteme Konkurs und Bastion. Kampftechnik und Bewaffnung der NVA-Landstreitkräfte waren für den potenziellen Kriegsschauplatz Mitteleuropa mit seinen zahlreichen Gewässern und Flussläufen und für die Überwindung der zu erwartenden vielfältigen Sperren ausgelegt. Das verfügbare und geplante Brücken- und Fährgerät ließ eindeutig erkennen, dass es der NVA-Führung nicht genügte, im Ernstfall die Beweglichkeit auf dem eigenen Territorium zu gewährleisten. Ein Panzerregiment konnte bereits mit seinen eigenen Mitteln an 3 Stellen gleichzeitig ein Gewässerhindernis von 18 Metern Breite überwinden. Alle Kampfpanzer waren zur Unterwasserfahrt fähig. Zur Überwindung von Wasserhindernissen mit einer Breite von etwa 200 Metern benötigten die Panzer- und Mottschützendivisionen 4 bis 5 Stunden. Ständig erhöht wurde die Feuerkraft der Artillerie und der Raketentruppen. 1987 lag die Artillerieausstattung der motorisierten Schützendivisionen bei 162 Rohren, davon die Hälfte auf Selbstfahrlafetten. Die Atomsprengköpfe für das Raketenarsenal der NVA blieben unter sowjetischem Verschluss. Weiter verstärkt wurde die Feuerkraft der aktiven Divisionen durch die Einführung von Mehrfachraketenwerfern vom Typ RM-70. Seit 1984 verfügten die Landstreitkräfte ferner zur unmittelbaren Luftunterstützung über 2 Kampfhubschraubergeschwader. Ebenso schlagkräftig wie zu Lande war die NVA in der Luft. Ein Drittel der Luftverteidigungskräfte war ständig gefechtsbereit. In den Luftstreitkräften Luftverteidigung dienten rund 35.000 bis 38.000 Mann. Sie unterstanden Generaloberst Wolfgang Reinhold. Jede Sekunde, die wir die Gefechtslage eher herstellen, gibt uns die Möglichkeit, den Gegner eher zu bekämpfen, schafft uns die Voraussetzung, unsere Aufgaben besser zu erfüllen. Das wird nur erreicht in einem ganz stabilen Training, weil wir hier schon nicht mehr Minuten erreichen können, sondern hier geht es um Sekunden und um Zehntelsekunden. Dem Kommando Luftstreitkräfte Luftverteidigung in Strausberg-Eggersdorf unterstanden die 1. und die 3. Luftverteidigungsdivision mit Stäben in Cottbus und Neubrandenburg. Auch in dieser Teilstreitkraft der NVA war die Gefechtsausbildung hart und äußerst realistisch. Hier werden Luftabwehrraketen für den Einsatz vorbereitet.
mit über 300 Kampfflugzeugen, darunter 46 Jagdbombern vom Typ Su-22 mit veränderbarer Flügelgeometrie und 20 MiG-29, dem ersten Mehrzweck-Jagdflugzeug der vierten Generation, waren die Luftstreitkräfte hervorragend ausgerüstet. Auch die Flugabwehrraketenbrigaden verfügten über modernste Waffensysteme. Für die Bekämpfung von Zielen im Luftraum über 500 Metern Höhe standen 531 Raketen zur Verfügung. Für den Luftraum unter 500 Metern 1971 Raketen. Die Luftstreitkräfte Luftverteidigung waren vorwiegend defensiv orientiert. Mit ihren Waffensystemen waren sie in der Lage, in allen Höhenbereichen auch sehr schnell anfliegende feindliche Luftkriegsmittel zu bekämpfen. Die Volksmarine war mit einer Friedensstärke von rund 14.200 Mann die kleinste Teilstreitkraft der NVA. Ihre Gefechtsbereitschaft wurde so hoch angesetzt, dass auch die Einheiten der Volksmarine in der Lage waren, ihre Stützpunkte innerhalb einer Stunde voll ausgerüstet zu verlassen. Erst 1988 wurde diese extrem kurze Auslaufzeit auf 5 Stunden verlängert. Schon 1964 war die Kampfkraft der Volksmarine so hoch, dass ihr gesamter Kampfbestand dem Vereinten Oberkommando unterstellt wurde. Gehe auf Gefechtskurs. Ausführung. Ruder Steuerbord 15. Auf Gefechtskurs gehen. Die Volksmarine setzte sich im Wesentlichen zusammen aus Stoßkräften mit Raketenschiffen, Schnellbooten und Marinejagdbombern, aus Sicherungskräften sowie aus Landungs- und Sicherstellungskräften. Alle schwimmenden Kampf- und Unterstützungseinheiten waren in Kampfgruppen gegliedert, die als Flottillen bezeichnet wurden. Auch die Soldaten der Volksmarine wurden unter extrem harten Bedingungen ausgebildet. Im Kriegsfall sollte die Volksmarine die vereinten Ostseeflotten des Warschauer Pakts bei der Erringung der Seeherrschaft in der Ostsee unterstützen. Chef der Volksmarine war seit 1987 Vizeadmiral Theodor Hoffmann. Ihm unterstanden im Kommando der Volksmarine in Rostock die 6. Flottille in Dranske-Bug sowie die 1. und die 4. Flottille in Peenemünde und in Rostock-Warnemünde. Beide waren Flottillen der Sicherungskräfte, während die Stoßkräfte in der 6. Flottille konzentriert waren. Hohe Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft, aber genauso eine hohe Motivation ihrer Soldaten, machten die Volksmarine zu einem wichtigen Bestandteil in der 1. Staffel der Vereinten Ostseeflotten. Sie war ihrem Auftrag voll gewachsen. Mit den Grenztruppen verfügte das Ministerium für nationale Verteidigung zwar nicht offiziell, aber praktisch über eine 4. Teilstreitkraft, deren Angehörige von der SED-Propaganda als militärische Elite dargestellt wurden. So von dem früheren DDR-Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Hoffmann. Nicht nur eine Sache, dass man, wie sagt man, einen guten Postengang hat, dass man wachsam ist, sondern das heißt auch, dass man sich immer bewusst sein muss, welche Rolle ich als Grenzer spiele. Eine außerordentlich hohe Rolle. Dass man verstehen muss, dass ich mit meinem Dienst hier an der Grenze dafür sorgen, dass die Kinder zu Hause, die Eltern, glücklich und ruhig leben können. Die Einheiten der damaligen Grenzpolizei waren die erste, anfangs militärähnliche Formation, die auf dem Territorium der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR entstand.
Von Anfang an wurde in diese Truppe nur ausgesuchtes, politisch unbedingt zuverlässiges Personal aufgenommen. Nach dem Bau der Berliner Mauer beschloss der Nationale Verteidigungsrat der DDR am 15. September 1961, die bisherige Grenzpolizei nunmehr dem Ministerium für nationale Verteidigung zu unterstellen. Es wurde das Kommando Grenze der Nationalen Volksarmee geschaffen. Im Herbst 1962 verfügten die NVA-Grenztruppen über rund 50.000 Mann. Zugleich wurden die Sperranlagen an der innerdeutschen Grenze und rings um West-Berlin systematisch ausgebaut. Und das DDR-Grenzregime wurde drakonisch verschärft. Die bis zu 5 Kilometer breite Grenzzone mit Passierscheinzwang für DDR-Bewohner, der Kontrollstreifen, dann der Schutzstreifenzaun mit Alarmkontaktdrähten, eine Sichtschutzmauer bei Ortschaften in unmittelbarer Grenznähe, ein betonierter Kolonnenweg, der 6 bis 10 Meter breite Kontrollstreifen, auch Todesstreifen genannt. Schließlich ein 3 Meter hoher Metallgitterzaun. Für Flüchtlinge war es kaum noch möglich, diese Hindernisse zu überwinden. Der Schießbefehl stürzte viele Grenzsoldaten in schwere Gewissenskonflikte. Selbstschussanlagen perfektionierten dieses Grenzsystem mitten in Deutschland, das die NVA-Führung gegenüber ihren Soldaten immer wieder zu rechtfertigen suchte. Euer Dienst, liebe Genossen, an der Staatsgrenze unserer Republik zum imperialistischen Herrschaftssystem, an der Scheidelinie zwischen dem Gestern und dem Morgen, ist Humanismus der Tat, ist kämpferischer Friedenswille, der jederzeit auch die Waffen zu führen weiß, wenn es gilt, den Feinden der Werktätigen und ihrer Freiheit in den Arm zu fallen. Die Grenztruppen wurden rigoros von der Verwaltung 2000 des Ministeriums für Staatssicherheit überwacht. Nur politisch absolut zuverlässige Grenzaufklärer wurden für Beobachtungs- und Horchaufgaben eingesetzt. Diese Aufnahmen gelangen einer Streife des Bundesgrenzschutzes. Chef der Grenztruppen war seit 1979 Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten, links im Bild. Das Kommando der Grenztruppen befand sich in Pätz bei Königs Wusterhausen. Die Grenztruppen waren gegliedert in das Grenzkommando Mitte in Berlin-Karlshorst, das für die Grenzsicherung rings um West-Berlin verantwortlich war, sowie in die Grenzkommandos Nord in Stendal und Süd in Erfurt. Hinzu kamen die beiden selbstständigen Grenzregimenter an der Grenze zur Volksrepublik Polen in Frankfurt an der Oder und zur CSSR in Pirna, sowie die Grenzbrigade Küste in Rostock. Im Kriegsfall sollten die NVA-Grenztruppen nach einem geheimen Befehl, der noch am 22. August 1989 erlassen wurde, unter anderem sogenannte Erstrangobjekte des Gegners in unmittelbarer Nähe der innerdeutschen Grenze, also auf westdeutscher Seite, vernichten. Auch die Grenztruppen wurden Jahrzehnte hindurch mit einem völlig überzogenen Feindbild konfrontiert. Es diente als Begründung für die Härten der kaum noch steigerungsfähigen Einsatz- und Gefechtsbereitschaft. Diese Aufnahmen zeigen ein Durchsuchungskommando der Grenzbrigade Küste. Hier ein Schiff der bundesdeutschen Marine in der Ostsee, gefilmt von Soldaten der Grenzbrigade. Im DDR-Verteidigungsministerium in Strausberg wurde 1987 ein operatives Ausbildungszentrum mit einer riesigen, befahrbaren Reliefkarte Mitteleuropas in Dienst gestellt. Oberstleutnant Georg Hapke vom Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr erläutert diese Anlage. Die Doktrin des Warschauer Paktes legte bis etwa Mitte der 80er Jahre fest, dass jeder Aggression der NATO mit einem vernichtenden Gegenschlag zu antworten war.
Also in einer Spannungszeit, die vorausging, war der Aufmarsch zu vollziehen. Und das, was wir jetzt hier auf der Karte haben, das ist die Aufmarschsituation. Es war also der Aufmarsch zu vollziehen gegen eine Aggression der NATO, die auch, wie man unterstellte, mit dem Ersteinsatz von Nuklearstreitkräften verbunden sein konnte. Es war möglich, zu verteidigen, zu verzögern. Es musste dabei eventuell Territorium aufgegeben werden, bevor dann nach etwa 10 Tagen der eigene groß angelegte vernichtende Gegenangriff in das Territorium der NATO hinein zu erfolgen hatte, also Vernichtung des Aggressors auf seinem eigenen Territorium. Und dieses sollte dann der letzte und alles entscheidende Krieg zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus sein. Die Normen, die dabei zu erfüllen waren, sahen folgendermaßen aus. Dieser Angriff sollte in etwa 12 bis 15 Tagen durch die Bundesrepublik, Belgien, die Niederlande und Luxemburg geführt werden und nach 14 Tagen an der französischen Grenze stehen. Die nächste Phase wäre dann gewesen, dass der operative Angriff weitergeführt worden wäre bis zu den Pyrenäen. Erreichen der Pyrenäen nach 45 Tagen. Und von da aus dann Einnahme des spanischen Festlandes und damit des gesamten europäischen Festlandes, bevor dann schließlich mit einem Angriff nach Großbritannien der Krieg entschieden worden wäre. Bei 4 von 6 operativen Stoßrichtungen nach Westeuropa sollte die NVA aktiv eingesetzt werden. Bei der Eroberung Schleswig-Holsteins und Jütlands, in Richtung Bremen zur holländischen Küste, in Richtung Ruhrgebiet nach Belgien und Frankreich und im Südwesten über Fulda und Frankfurt am Main. Deutsche Gründlichkeit hatte dabei an alles gedacht, auch an Besatzungsgeld und den Blücherorden, Tapferkeitsauszeichnungen, die offiziell überhaupt nicht existierten. In einem Keller fanden Bundeswehroffiziere solche Orden kubikmeterweise. Im Ostberliner Palasthotel fand 1987 ein Gipfeltreffen der Partei- und Regierungschefs des Warschauer Vertrages statt. Auf dieser Konferenz wurde die vom sowjetischen Partei- und Regierungschef Michail Gorbatschow durchgesetzte grundlegende Änderung der für den Warschauer Pakt verbindlichen strategischen Konzeption besiegelt. Nun sollte die Verteidigung im Vordergrund stehen. In den NVA-Landstreitkräften wurde daraufhin das gesamte Übungssystem neu gestaltet. Die Vereinigten Staaten, hier US-Präsident Ronald Reagan, als Vormacht der westlichen Allianz, waren für die Militärpropagandisten der SED Jahrzehnte hindurch der Klassenfeind Nummer 1. Waffen der NATO waren für die Militärpropaganda der DDR Instrumente eines Angriffskrieges, Waffen des Warschauer Pakts dagegen dienten der gerechten Verteidigung. Das zeigt dieser Propagandafilm aus dem Armeefilmstudio der NVA. Bezahlten und hochqualifizierten Amerikanern hergestellt wird, sind Waffen für den Erstschlag, Cruise Missile und Pershing II, ein menschenfeindliches und schmutziges Geschäft der USA-Rüstungskonzerne. Diese Waffen sollen das Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten des Imperialismus verändern und sind nach Konstruktion und Einsatzvariante für den künftigen Kriegsschauplatz Europa bestimmt. Die Strategie der totalen Konfrontation hat Westeuropa als Aufmarschgebiet auserkoren, gegen den Willen der Völker und gegen jede historische Vernunft. Insbesondere der Bundeswehr wurden von der NVA-Führung aggressive Absichten unterstellt. Obwohl die militärische Aufklärung der NVA über die Absichten und Fähigkeiten der NATO insgesamt vorzüglich informiert war. So entstand ein gefälschtes Bedrohungsbild, das als Vorgabe für eigene Offensivplanungen der NVA-Führung herhalten musste. Das änderte sich erst 1987-88, als die NVA eine neue Militärdoktrin erhielt. Sie verzichtete auf das bisherige, auch in diesem NVA-Film gezeigte, Feindbild der aggressiv-imperialistischen westlichen Militärkoalition. Und damit auch auf die obligatorische Erziehung der NVA-Soldaten zum Hass auf den Klassenfeind.
Mit dem friedlichen Aufbegehren der Menschen in der DDR gegen die SED-Herrschaft, wie in Dresden Anfang Oktober 1989, begann auch das Ende der NVA. Die bislang straff geführte Armee der DDR trieb in einen Zustand hinein, der die Gefechtsbereitschaft von Woche zu Woche sinken ließ. Das zeigte sich im Kasernenbetrieb unübersehbar deutlich. Es fehlte nicht nur der Gegner, die Bundeswehr war dieser Gegner nicht mehr, es fehlte vor allem die Motivation und es fehlten klare Befehle. Muss jetzt selber mit diesen Leuten arbeiten und arbeiten können, muss ihnen Begründung für ihre Arbeiten geben, die mir selber nicht gegeben werden, muss mir also meinen eigenen Kopf machen und da können natürlich dann auch Äußerungen fallen, die dann hier auf fruchtbarem Boden fallen, woanders natürlich nicht gerne gehört werden. So mancher Soldat beendete seine Dienstzeit auf eigene Faust. Wir haben die meisten nichts gelernt, gar nichts. Ich habe zwar einen Beruf, aber sind halt schon 6 Jahre raus. Also ich kann nichts anderes außer fliehen. Die Enttäuschung bei mir sitzt so tief, dass nicht mal die Idee stimmte, für die wir gestritten haben. Admiral Theodor Hoffmann war für kurze Zeit Verteidigungsminister der DDR. Ihm folgte im März 1990 der Bürgerrechtler Rainer Eppelmann als Minister für Abrüstung und Verteidigung. Am 2. Oktober 1990 trat mit der DDR auch ihre Armee aus der deutschen Nachkriegsgeschichte ab. Die erste Truppenfahne hatte 1956 der damalige DDR-Verteidigungsminister Generaloberst Willi Stoff dem motorisierten Schützenregiment 1 in Oranienburg verliehen. Der Nationalen Volksarmee ist. Aus der Hand des Ministers für nationale Verteidigung empfängt der Kommandeur die Fahne des Regiments, das Symbol der Ehre des Truppenteils bei der Verteidigung der Arbeiter- und Bauernmacht. Fahnenkommando, Truppenfahne, senken! Fahnenkommando, Truppenfahne, verpacken! Nun wurde diese Fahne eingerollt. Für das Armeemuseum. Bei der Volksmarine wurden die Schiffsglocken abgegeben. Ein letztes Trompetensignal. Und eine letzte Ansprache. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört nach dem Willen unseres Volkes die Deutsche Demokratische Republik aufzubestehen, aber nicht ihre Menschen. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört die Nationale Volksarmee aufzubestehen, aber nicht ihre Soldaten und Zivilbeschäftigten. Die Nationale Volksarmee stand unter der Vormundschaft einer Partei, die sie als unfähig erwiesen hat, den Interessen der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gerecht zu werden. Seit dem Herbst 1989 haben Sie verantwortungsbewusst Ihren Beitrag dazu geleistet, dass der Umgestaltungsprozess in unserem Land friedlich verlaufen ist und sich Freiheit und Demokratie auch in diesem Teil Deutschlands den Weg bahnen konnten. Hiermit entlasse ich Sie als Angehörige oder Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee aus Ihren Verpflichtungen. Sie sind ab 3. Oktober 1990, 0 Uhr, Soldaten bzw. Zivilangestellte der Bundeswehr. Es war all das eingetreten, was die SED in den 4 Jahrzehnten ihrer Herrschaft stets als gänzlich ausgeschlossen bezeichnet hatte. Und dazu gehörte, die Bundeswehr löste die NVA auf und übernahm ihre Kasernen. Es fiel nicht ein einziger Schuss. Divisionen in Bereitschaft. Doch am Einmarsch selbst beteiligte sich die Nationale Volksarmee offenbar auf Befehl Moskaus nicht.
Gegen einen solchen denkbaren Einsatz gab es bei vielen NVA-Angehörigen politische und ideologische Bedenken. Um sie zu beseitigen, entschloss sich die militärische Führung, darunter auch der damalige stellvertretende DDR-Verteidigungsminister, Generaloberst Heinz Kessler, zu einem Truppenbesuch. Durch das entschlossene Handeln errangen die sozialistischen Bruderarmeen einen strategischen Sieg für den Sozialismus gegen die Konterrevolution. Dieser Schlag gegen die Imperialisten hat gesessen. Die schmutzigen Machenschaften. Die Soldaten verfolgten Kesslers Auftritt mit abwartender Distanz. Die Vorgänge des Jahres 1968 haben den weiteren Ausbau der NVA zu einer gut ausgebildeten, schlagkräftigen Armee mit modernster Technik nicht beeinträchtigt. Das galt für den Ernstfall wurde diese Armee mit großer Härte gedrillt. Sie war fast immer zu 85% einsatzbereit. Tag und Nacht, auch am Wochenende. In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begann für die NVA, die im Januar 1956 aus der kasernierten Volkspolizei hervorgegangen war, die erste Bewährungsprobe. Die hermetische Absperrung der Grenzen rings um West-Berlin. Gemeinsam mit sowjetischen Truppen wurden NVA-Kräfte als zweite Sicherungsstaffel eingesetzt, etwa 1000 Meter von der Grenze entfernt. Die zweite Bewährungsprobe war die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings im August 1968. Der Einmarsch von Warschauer Pakttruppen in die CSSR. Das Ziel der Sowjetunion war die Beseitigung der Prager Reformer, die einen anderen, einen menschlichen Sozialismus ohne sowjetische Gängelung wollten. Im Süden der DDR stand die NVA mit zwei Ost-Berlin, 7. Oktober 1989. Mit einer Militärparade auf der Karl-Marx-Allee feiert die DDR ihr 40-jähriges Bestehen. Das Kommando hat Generaloberst Horst Stechbart. Stillstand! Achtung! Präsentiert das! Der DDR-Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, begrüßt die angetretenen Truppenteile und Einheiten. Ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Für alle Teilstreitkräfte. Im Jahr 1988 umfasste die NVA rund 187.000 Mann. Davon waren etwa 131.000 Mann dem Oberkommando der Warschauer Paktstreitkräfte unterstellt. Die restlichen 56.000 Mann blieben in nationaler Unterstellung. Die NVA war damit das stärkste Organ der bewaffneten Kräfte der DDR. Hinzu kamen die Grenztruppen mit rund 40.000 Mann. Ihre Hauptaufgabe war es, die Flucht von Bürgern der DDR nach West-Berlin, in die Bundesrepublik oder über die Ostsee zu verhindern.
Von Anfang an kontrollierte die SED die Nationale Volksarmee. Der Einmarsch von NVA-Abordnungen gehörte zum Ritual. Tage danach gab es den zweiten deutschen Staat und seine Nationale Volksarmee nicht mehr. Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen, Armee des Volkes und des Friedens. So wurde die NVA in der offiziellen Propaganda der Staatspartei der SED dargestellt. Es war eine Armee, die fest in die Militärorganisation des Warschauer Vertrages eingebunden war. Ihre Strategie, Ausbildung und Ausrüstung waren bis in die 80er Jahre mehr offensiv als defensiv. Ihre Führungs- und Einsatzgrundsätze wurden weitestgehend von der militärischen Führung der Sowjetunion bestimmt. Und für die Überwindung der zu erwartenden vielfältigen Sperren ausgelegt. Das verfügbare und geplante Brücken- und Fährgerät ließ eindeutig erkennen, dass es der NVA-Führung nicht genügte, im Ernstfall die Beweglichkeit auf dem eigenen Territorium zu gewährleisten. Ein Panzerregiment konnte bereits mit seinen eigenen Mitteln an drei Stellen gleichzeitig ein Gewässerhindernis von 18 Metern Breite überwinden. Alle Kampfpanzer waren zur Unterwasserfahrt fähig. Zur Überwindung von Wasserhindernissen mit einer Breite von etwa 200 Metern benötigten die Panzer- und Mottschützendivisionen 4 bis 5 Stunden. Ständig erhöht wurde die Feuerkraft der Artillerie und der Raketentruppen. 1987 lag die Artillerieausstattung der motorisierten Schützendivisionen bei 162 Rohren, davon die Hälfte auf Selbstfahrlafetten. Die Atomsprengköpfe für das Raketenarsenal der NVA blieben unter sowjetischem Verschluss. Weiter verstärkt wurde die Feuerkraft der aktiven Divisionen durch die Einführung von Mehrfachraketenwerfern vom Typ RM-70. Seit 1984 verfügten die Landstreitkräfte ferner zur unmittelbaren Luftunterstützung über 2 Kampfhubschraubergeschwader. Ebenso schlagkräftig wie zu Lande war die NVA in der Luft. Ein Drittel der Luftverteidigungskräfte war ständig gefechtsbereit. In den Luftstreitkräften Luftverteidigung dienten rund 35.000 bis 38.000 Mann. Sie unterstanden Generaloberst Wolfgang Reinhold. Jede Sekunde, die wir die Gefechtslage eher herstellen, gibt uns die Möglichkeit, den Gegner eher zu bekämpfen, schafft uns die Voraussetzung, unsere Aufgaben besser zu erfüllen. Das wird nur erreicht in einem ganz stabilen Training, weil wir hier schon nicht mehr Minuten erreichen können, sondern hier geht es um Sekunden und um Zehntelsekunden. Dem Kommando Luftstreitkräfte Luftverteidigung in Strausberg-Eggersdorf unterstanden die 1. und die 3. Luftverteidigungsdivision mit Stäben in Cottbus und Neubrandenburg. Auch in dieser Teilstreitkraft der NVA war die Gefechtsausbildung hart und äußerst realistisch.
Hier werden Luftabwehrraketen für den Einsatz vorbereitet. Mit über 300 Kampfflugzeugen, darunter 46 Jagdbombern vom Typ Su-22 mit veränderbarer Flügelgeometrie und 20 MiG-29, dem ersten Mehrzweck-Jagdflugzeug der vierten Generation, waren die Luftstreitkräfte hervorragend ausgerüstet. Militärischen Beruf zu ergreifen. Eine hohe Verpflichtung sehen wir darin, politisch und gesellschaftlich aktive Freunde für die Laufbahn eines Politoffiziers in unseren Streitkräften zu gewinnen. Die Politoffiziere hatten über die ideologische Zuverlässigkeit zu wachen. Disziplinordnung charakterisieren wir als politische Kategorie. Und das ist das, was uns wesentlich unterscheidet von den Söldnern der Bundeswehr. Wir sind für eine revolutionäre und bewusste Disziplinenordnung. Denn auf dieser Grundlage sind wir bereit und fähig, alle Aufgaben zu erfüllen. Wobei die Motivierung in der ideologischen Arbeit gegeben wird und die Durchdringung des gesamten militärischen Lebens im ideologischen Bereich obliegt der Grundorganisation unserer Partei. Die beiden Säulen der SED-Herrschaft in den Streitkräften waren also die Sicherheitsabteilung des Zentralkomitees und das Ministerium für nationale Verteidigung. Der Minister hatte mehrere Stellvertreter. Zu ihnen gehörten die Chefs der politischen Hauptverwaltung und des Hauptstabes, die Chefs der Landstreitkräfte, der Luftstreitkräfte, Luftverteidigung, der Volksmarine und der Grenztruppen. Die Rolle der Kommandeure hatte die SED schon 1958 unmissverständlich definiert. Jeder Kommandeur, jeder Vorgesetzte muss sich bewusst sein, dass er in erster Linie politischer Funktionär ist und seine Arbeit im Auftrag der Partei der Arbeiterklasse durchführt. Die NVA bestand aus den Landstreitkräften, den Luftstreitkräften, Luftverteidigung, der Volksmarine, den Grenztruppen und aus zentralen Truppen, die dem Verteidigungsministerium unmittelbar unterstellt waren. Die NVA-Garnison Ecke Sien in Vorpommern gehörte zu den größten der insgesamt 532 Armeestandorte in der DDR. Die meisten befanden sich im Norden des Landes. Die NVA war eine reine Koalitionsarmee im Rahmen des Warschauer Vertrages. Sie war auf das Engste mit der sowjetischen Militärmacht verbunden, aber sie war keine reine Kopie der Sowjetarmee. Ihre Gefechtsaufgaben im Kriegsfall konnte die Nationale Volksarmee nur an der Seite der sowjetischen Streitkräfte, der polnischen Armee und der tschechoslowakischen Volksarmee wahrnehmen, also als Bestandteil der ersten strategischen Staffel des Warschauer Paktes. Der Oberkommandierende der Warschauer Paktstreitkräfte, den stets die Sowjetunion stellte, ließ die operativen Aufgaben der NVA, ihre Führungs- und Einsatzgrundsätze, vom sowjetischen Generalstab erarbeiten und gab sie dann als Anforderungen an die militärische Führung der DDR weiter. Sie wurden in den NVA-Stäben bearbeitet und dann den NVA-Kommandeuren als Befehle übergeben. Diese Szenen zeigen eine Landungsübung von Warschauer Paktstreitkräften an der Ostseeküste der DDR. Das Rückgrat der NVA waren die Landstreitkräfte. Mitte der 80er Jahre lag ihre Friedensstärke bei rund 128.000 Mann, die Kriegsstärke bei rund 353.000 Mann. Dem Kommando der Landstreitkräfte in Potsdam-Geltow unterstanden die beiden Militärbezirke 3 und 5, die zusammen über 6 aktive und 5 Mobilmachungsdivisionen verfügten. Im Kriegsfall sollten diese beiden Militärbezirke 2 Armeen bilden, die dem Korps der NATO entsprochen hätten. Rund 285.000 Mann hätten für die Streitkräfte des Warschauer Paktes bereitgestellt werden müssen. Chef der NVA-Landstreitkräfte.
Ost-Berlin, 7. Oktober 1989. Mit einer Militärparade auf der Karl-Marx-Allee feiert die DDR ihr 40-jähriges Bestehen. Das Kommando hat Generaloberst Horst Stechbart. Stillstand! Achtung! Präsentiert an! Der DDR-Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, begrüßt die angetretenen Truppenteile und Einheiten. Ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Tage danach gab es den zweiten deutschen Staat und seine nationale Volksarmee nicht mehr. Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen, Armee des Volkes und des Friedens, so wurde die NVA in der offiziellen Propaganda der Staatspartei der SED dargestellt. Es war eine Armee, die fest in die Militärorganisation des Warschauer Vertrages eingebunden war. Ihre Strategie, Ausbildung und Ausrüstung waren bis in die 80er Jahre mehr offensiv als defensiv. Ihre Führungs- und Einsatzgrundsätze wurden weitestgehend von der militärischen Führung der Sowjetunion bestimmt. Für den Ernstfall wurde diese Armee mit großer Härte gedrillt. Sie war fast immer zu 85% einsatzbereit. Tag und Nacht, auch am Wochenende. In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begann für die NVA, die im Januar 1956 aus der kasernierten Volkspolizei hervorgegangen war, die erste Bewährungsprobe. Die hermetische Absperrung der Grenzen rings um West-Berlin. Gemeinsam mit sowjetischen Truppen wurden NVA-Kräfte als zweite Sicherungsstaffel eingesetzt, etwa 1000 Meter von der Grenze entfernt. Die zweite Bewährungsprobe war die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings im August 1968. Der Einmarsch von Warschauer Pakttruppen in die CSSR. Das Ziel der Sowjetunion war die Beseitigung der Prager Reformer, die einen anderen, einen menschlichen Sozialismus ohne sowjetische Gängelung wollten. Im Süden der DDR stand die NVA mit zwei Divisionen in Bereitschaft. Doch am Einmarschkräfte war seit 1972 Generaloberst Horst Stechbart. Die aktiven Divisionen der NVA-Landstreitkräfte bestanden aus der 1. Motorisierten Schützendivision in Potsdam, der 8. Motorisierten Schützendivision in Schwerin, der 9. Panzerdivision in Eggesin, der 4. Motorisierten Schützendivision in Erfurt, der 11. Motorisierten Schützendivision in Halle und der 7. Panzerdivision in Dresden. Hinzu kamen umfangreiche Unterstützungstruppen. Im letzten Jahrzehnt der DDR hatten die NVA-Landstreitkräfte den Höhepunkt ihrer militärischen Fähigkeiten erreicht. Das zeigte sich zum Beispiel im Warschauer Paktmanöver Waffenbrüderschaft 80.
Der frühere DDR-Verteidigungsminister, Armeegeneral Heinz Hoffmann, hatte den beiden NVA-Armeen für den Kriegsfall die Aufgabe zugewiesen, den Gegner in westlicher Richtung abzuwehren, zu zerschlagen und sein Territorium zu erobern. Einen Sonderauftrag hatte für den Kriegsfall die sogenannte Berliner Gruppierung. Eliteeinheiten der NVA, der sowjetischen Streitkräfte und der DDR-Grenztruppen sollten West-Berlin aufspalten, sich an der Kaiserdammbrücke im Bezirk Charlottenburg vereinigen und die Stadt erobern. Diese Operation wurde in einer besonderen Stadtkampfanlage der NVA im brandenburgischen Lenin unter äußerst realistischen Bedingungen trainiert. Jede motorisierte Schützendivision umfasste drei motorisierte Schützenregimenter, ein Panzerregiment, ein Artillerieregiment, ein Flugabwehrregiment sowie weitere Einheiten. Die Panzerdivisionen waren analog dazu gegliedert. Wichtigstes Ziel der Ausbildung war die Bereitschaft zum Gefecht. Die aktiven Kampfverbände der NVA-Landstreitkräfte waren in der Lage, die Kasernen mit vollauf munitionierten Waffensystemen und gesicherter Anschlussversorgung spätestens innerhalb von 2 Stunden zu verlassen. Die Gefechtsfahrzeuge mussten ständig aufmunitioniert bereitgehalten werden. Im Ernstfall hätte die NVA-Führung zusätzlich zu den 6 aktiven Divisionen der Landstreitkräfte kurzfristig 5 Reservedivisionen mobilisieren können. Denn 5 NVA-Ausbildungszentren, und zwar Eggesin, Weißwasser, Delitzsch, Burg und Schneeberg, dienten vor allem der Aufstellung dieser Mobilmachungsdivisionen. Sie wären nach etwa 72 Stunden gefechtsbereit gewesen. Die Ausrüstung der NVA-Landstreitkräfte mit Waffen und Großgerät stammte vorwiegend aus sowjetischer Produktion, aber auch aus der CSSR und Polen. So zum Beispiel in sowjetischer Lizenz hergestellte Kampfpanzer und Schützenpanzer. Die DDR-eigene Rüstungsindustrie lieferte unter anderem Radfahrzeuge, Minenräumgeräte, Fernmeldegeräte und Computer, aber auch optische Geräte und Lenkanlagen für die Panzerabwehrraketensysteme Konkurs und Bastion. Kampftechnik und Bewaffnung der NVA-Landstreitkräfte waren für den potenziellen Kriegsschauplatz Mitteleuropa mit seinen zahlreichen Gewässern und Flussarsch selbst beteiligte sich die Nationale Volksarmee offenbar auf Befehl Moskaus nicht. Gegen einen solchen denkbaren Einsatz gab es bei vielen NVA-Angehörigen politische und ideologische Bedenken. Um sie zu beseitigen, entschloss sich die militärische Führung, darunter auch der damalige stellvertretende DDR-Verteidigungsminister, Generaloberst Heinz Kessler, zu einem Truppenbesuch. Durch das entschlossene Handeln errangen die sozialistischen Bruderarmeen einen strategischen Sieg für den Sozialismus gegen die Konterrevolution. Dieser Schlag gegen die Imperialisten hat gesessen. Die schmutzigen Machenschaften. Die Soldaten verfolgten Kesslers Auftritt mit abwartender Distanz. Die Vorgänge des Jahres 1968 haben den weiteren Ausbau der NVA zu einer gut ausgebildeten, schlagkräftigen Armee mit modernster Technik nicht beeinträchtigt. Das galt für alle Teilstreitkräfte. Im Jahr 1988 umfasste die NVA rund 187.000 Mann. Davon waren etwa 131.000 Mann dem Oberkommando der Warschauer Paktstreitkräfte unterstellt. Die restlichen 56.000 Mann blieben in nationaler Unterstellung. Die NVA war damit das stärkste Organ der bewaffneten Kräfte der DDR.
Hinzu kamen die Grenztruppen mit rund 40.000 Mann. Ihre Hauptaufgabe war es, die Flucht von Bürgern der DDR nach West-Berlin, in die Bundesrepublik oder über die Ostsee zu verhindern. Von Anfang an kontrollierte die SED die Nationale Volksarmee. Der Einmarsch von NVA-Abordnungen gehörte zum Ritual der SED-Parteitage. Im DDR-Verteidigungsgesetz aus dem Jahr 1978 hieß es zur Herrschaft der Einheitspartei über die Streitkräfte: Die Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik beruht auf der von der Arbeiterklasse ausgeübten politischen Macht, die sie unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, mit der Intelligenz und den anderen Werktätigen verwirklicht. Der erste Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, hier 1961 in Berlin, dann ab 1971 sein Nachfolger Erich Honecker, im Bild 1972 bei einem Truppenbesuch, war als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates im Kriegsfall der Oberbefehlshaber über alle bewaffneten Organe der DDR. Dieser Machtkonzentration ist das SED-Regime bis zum Ende treu geblieben. Die wichtigsten Instrumente der Einheitspartei zur Durchsetzung dieses Machtanspruchs waren das Politbüro, der Nationale Verteidigungsrat, die Abteilung für Sicherheitsfragen des Zentralkomitees sowie die Ministerien für nationale Verteidigung und für Staatssicherheit der Regierung der DDR. Die FDJ sollte vor allem den Nachwuchs an Politoffizieren liefern, wie ihr früherer Vorsitzender Egon Krenz verkündete.